Hey, herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst heute Morgen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Manu und ich freue mich, beziehungsweise wir freuen uns, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns nicht einfach nur Gottesdienst schauen, sondern lass uns heute gemeinsam Gottesdienst erleben. Was meine ich damit? Kommentier einfach unter dieses Video, was dich bewegt, wie es dir geht. Oder teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Verwandten und lass uns einfach gemeinsam heute Gottesdienst erleben. Pastor Sebastian hat mir vorher das hier in die Hand gedrückt. Und ich weiß nicht, was es damit auf sich hat, aber er wird es uns gleich sagen. Also lasst uns reinstarten in die Botschaft, die Gott ihm für heute aufs Herz gelegt hat. Es ist eine Ehre, einfach heute zu dir persönlich sprechen zu dürfen. Egal, wie viele Leute jetzt draußen vor den Bildschirmen sitzen, am Computer, am Tablet, am Handy sitzen. Und wenn nur einer da sitzen würde, hey, es ist echt eine Ehre, dass ich euch heute einfach ein bisschen mein Herz ausschütten darf, dass ich euch heute einfach ein bisschen was von meiner persönlichen Erfahrung weitergeben darf. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du dein Herz aufmachst, dass Gott halt was bewirken möchte, dass er halt zu dir sprechen möchte. Und dafür möchte ich dir ermuntern, mach dein Herz auf, spitz deine Ohren, lausch rein und empfang einfach. Es wäre einfach richtig cool, wenn den Sonntag. Ihr habt es dem Manuel vorgekehrt. Der Manuel hat diesen schönen Bilderrahmen schon hergezeigt. Und wie ihr seht, in diesem Bilderrahmen ist kein Bild drin. Und ich möchte es ein bisschen auflösen, was machen wir heute? Wozu hast du jetzt heute eingeschaltet? Hey, wir machen heute einen Malkurs anstelle vom Gottesdienst. Ja, nicht ganz. Und wenn du jetzt gleich an Bob Ross denkst, gell, der wo dann einfach diesen so schön malt und euch das so erklärt, wie das geht. Bin nicht der Bob Ross, aber ich möchte mit euch halt was anderes malen. Ich möchte mit euch halt ein Bild malen, das ich in meinem Herzen habe. Und dieses Bild ist von Jesus. Wir alle haben ein gewisses Bild über Jesus, über Glauben in unserem Herzen. Und ich habe über drei Jahrzehnte gebraucht, wo ich mit diesem Jesus, mit dem Glauben, mit dem Christentum eigentlich nicht so viel zu tun gehabt habe, wo ich mir meine eigene Meinung gebildet habe, wo ich gesagt habe, hey, ich weiß schon alles, und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich sage, okay, mit diesem Glauben und mit diesem Jesus, das ist was Verstaubtes, das ist was Altes, das hat nichts Persönliches mit meinem Leben zu tun. Und ich habe die Entscheidung getroffen, hey, ich glaube das irgendwie nicht, ich kümmere mich jetzt nicht irgendwie drum, sondern ich gehe da nicht tiefer rein und das Ganze ist nichts für mich. Diese Entscheidung habe ich getroffen aufgrund meiner eigenen Schlauheit, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aufgrund einfach nicht, wie ich so aufgewachsen bin. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation heute. Du sitzt heute vor diesem Bildschirm, oder du hörst es dir an und du hast deine eigene Entscheidung schon über den Glauben getroffen. Du hast dir schon eine Entscheidung gebildet oder eine Meinung gebildet über Jesus. Du hast eine Meinung gebildet über Gott. Du hast dir eine Meinung gebildet über das, was Christentum eigentlich ist und hast beschlossen, hey, das ist langweilig, das ist boring, das ist fad, auf Bayerisch gesagt. Und ich möchte mit Highlight anschauen, was Jesus oder wer Jesus wirklich ist. Ich habe jetzt nochmal ein Bild hergehängt von Jesus, das wir vielleicht alle irgendwie im Kopf haben. Ein Bild, wo Jesus eine Dornenkrone aufhat, wo er irgendein so einen leidenden Gesichtsausdruck hat. Und das ist gar nicht so schwierig, dass du dieses Bild im Kopf hast, weil wenn du jetzt in Bayern bei uns wohnst und vielleicht auch im Rest Deutschland, siehst du immer wieder Kreuze, wo ein gekreuzigter, ein blutender, geschlagener Jesus am Kreuz hängt. Da ist es total leicht, im Kopf so ein Bild zu haben, hey, oh, was ist dieser Jesus? Dieser Jesus war, der hat leiden müssen, der war traurig, der war geschunden, geschlagen. Und wenn du so ein Bild über Jesus im Kopf hast, dann ist die nächste Frage oder die nächste Feststellung in deinem Kopf eigentlich automatisch, hey, wie muss denn eigentlich Gott sein? Warum lässt Gott das zu? Weil wenn wirklich Jesus Gottes Sohn war, warum lässt er das zu, dass Jesus da geschlagen wird, also gekreuzigt wird? Was ist das für Gott? Es ist ein Gott, der richtet, der verurteilt, der verdammt, der mit dem gehobenen Zeigefinger immer wieder dasteht und sagt, hey, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht machen und wenn du einen Fehler machst, dann kommt die Strafe. Und ich möchte nicht an so einen Gott glauben, aber ich habe selber an so einen Gott auch geglaubt. Und deswegen habe ich mich entschieden, das mit diesem Glauben hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Und ich weiß, wie gesagt, ich brauche jetzt gar nicht mehr recht viel drüber überlegen und eigentlich nicht ganz viel drüber zu erzählen.
Was ist, wenn man sich selbst verurteilt, selbst verdammt, wenn man sich schuldig fühlt? Wir haben es immer gehört, aus unserer tiefen Schuld, aus unserer eigenen tiefen Schuld heraus hat Jesus gekreuzigt werden müssen. Wegen dir, du bist schuldig geworden. Und dieses Bild, wenn du im Kopf hast, möchte ich halt mit dir anfangen, wie gesagt, wieder mal kurz, ein neues Bild zu malen. Ich habe einen Jesus kennenlernen dürfen, der einfach ganz anders ist. Ich habe einen Jesus kennenlernen dürfen und dieses Bild möchte ich dir halt in dein Herz reinlegen und ich möchte es dir halt zeigen, wer Jesus ist, was Jesus ausmacht. Und bevor wir das machen, muss ich euch noch ein bisschen was erklären. Ich habe da verschiedene Bilder dabei. Ich klebe die einfach mal da ran. Ich hoffe, du erkennst es. Das ist eine Waage. Auf der linken Seite ist so das Gehirn, einfach dein Verstand. Auf der rechten Seite ist so dein Herz. Und es ist doch normal, selbstverständlich für uns Menschen, so sind wir irgendwie gestrickt. Wir möchten zuerst was verstehen können in unserem Verstand, um es dann in unserem Herzen glauben zu können. Ich nehme das zweite Bild. So sieht es funktionieren. Nach unserer Meinung, und so habe ich es auch getickt, unser Verstand überwiegt, unsere rationellen Vorstellungen überwiegen und unser Herz folgt unserem Verstand. So ist der Weg. Und ich möchte jetzt herausfordern und challengen. Beim Glauben funktioniert es ein bisschen anders. Wenn du es siehst, jetzt wie auf dieser Waage, links dein Verstand, dein Gehirn, rechts ist das Herz. Das rechts, das Herz ist jetzt unten, das Herz überwiegt. Und wenn dein Herz überwiegt, wenn die Waage so gestellt ist, dann rollt dein Verstand langsam nach unten, jetzt bildlich gesprochen. Dein Verstand soll dem Herzen folgen. Was heißt das? Wir verstehen nicht zuerst, um dann glauben zu können, sondern wir glauben zuerst in unserem Herzen, treffen da eine Entscheidung, dass wir es glauben. Und unser Hirn kommt dem Herzen nach. Unser Verstand rollt dem Herzen zum Herz hinunter. Unser Verstand folgt dem Herzen. So funktioniert Glaube. Und wenn du jetzt halt zuhörst, möchte ich dich einfach ermutigen, hey, versuch das Ganze nicht mit deinem Verstand zu begreifen, weil unser Verstand, auch meiner, deiner, unser aller Verstand, der ist begrenzt. Unser Verstand kann so viele Dinge gar nicht begreifen am Anfang. Schalt einfach dein Herz ein. Hör diese Botschaft, hör die Predigt heute mit deinem Herzen und dein Verstehen und dein Verstand wird dann folgen. Zuerst glauben wir und dann kommt das Verständnis. Das ist total wichtig. Ich kann es da ganz einfach erklären. Was wir Menschen in unserem Herzen tragen, ist geprägt durch unterschiedliche Erfahrungen, durch unterschiedliche Erlebnisse, durch unterschiedliche Meinungen. Du wurdest geprägt von deiner Erziehung, du wurdest geprägt durch das kulturelle Umfeld, wo wir gerade sind. Du bist geprägt worden durch die Menschen, die dir in deinem ganzen Leben begleitet haben, in deinem Aufwachsen, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener und heute noch, egal wie alt du bist, prägen dich Meinungen von Menschen, prägen dich Aussagen von Menschen. Die können auch Zeitungsberichte prägen, die können auch Fernsehberichte prägen. Alles hat Auswirkungen auf das, was du in deinem Herzen glaubst. Und diese Prägungen können negativ oder positiv sein, aber das was am meisten im Herzen hängen bleibt, das Allermeiste ist, wo du dein Lebtag nicht mehr vergessen wirst, so ist jetzt meine persönliche Erfahrung, sind persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, wo du was spürst, wo du was fühlst, wo du einfach was erlebst. Ich nenne dir ein Beispiel, als Vater von drei Kindern, und meine Kinder sind zwar jetzt schon alle fast groß, ist es so, du kannst als Vater von einem Kind immer sagen, hey, klang nicht auf die Herdplatte, du wirst dich verbrennen, die Herdplatte ist heiß. Ja, das Kind kann es jetzt glauben und dann, wenn es es nicht macht, ist es vor einem gewissen Schaden bewahrt. Sie wird keine Brandwunden haben. Aber wahrscheinlich die meisten Kinder und die Eltern unter uns, die kennen sich vielleicht das, die kennen das. Die Kinder klangen trotzdem mit den Fingern auf die Herdplatte, kriegen Brandblasen, was auch immer und verbrennen sich. Das ist eine Erfahrung, die sie im Verstand abspeichern können, in ihrem Herzen abspeichern können, allem, die, wo sie in ihrem ganzen Leben nie wieder vergessen werden. Auch Herdplatte berühren, wenn sie an ist, heiß, Wunden, Brandwunde, hey, wir haben Schaden. Und das ist jetzt eine Erfahrung, die ist was Negatives. Aber so gibt es natürlich auch positive Erfahrungen und positive Erlebnisse. Und
Warum erkläre ich das jetzt so ausführlich, bevor ich jetzt dieses neue Bild mit euch gemeinsam male? Weil es mir total wichtig ist. Ich habe an Jesus Christus kennenlernen dürfen, persönlich. Ich habe eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Erlebnis mit ihm haben dürfen und das kann mir keiner nehmen. Das können wir noch so viele Theologen oder Hobby-Theologen wegdiskutieren wollen, aber das ist eine persönliche Erfahrung. Die ist in meinem Herzen eingesperrt, die ist verriegelt, da ist es drin, die kann mir keiner mehr rausnehmen. Und solche persönlichen Erfahrungen, die wünsche ich mir einfach für jeden von euch. Ich wünsche mir für dich eine persönliche Erfahrung, ein persönliches Erlebnis mit diesem Jesus. Und heute möchte ich euch diesen persönlichen Jesus, den ich kennenlernen dürfen habe, der in meinem Herzen ist, den möchte ich euch vorstellen. Ich möchte halt nicht diesen leidenden, armen, fingerzeigenden, Gebote bringenden Jesus bringen, der wo verurteilt und richtet oder so irgendwas macht, sondern ich möchte euch heute einen Jesus bringen, der in meinem Herzen ist. Und in Matthäus 7, Vers 8, jetzt gehen wir mal in die Bibel. Matthäus steht im zweiten Teil der Bibel, im hinteren Teil der Bibel für alle Hobbytheologen unter euch, wenn du es selbst nachlesen möchtest. Matthäus 7, Vers 8. Entschuldigung. Da steht, denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Hey, da steht ganz klar, wenn du dich auf die Suche machst, dann wirst du finden. Gott, Jesus wird sich von dir finden lassen, wenn du ihn suchst von Herzen her. Und ich glaube fest daran, dass du heute nicht umsonst vor irgendeinem Bildschirm sitzt. Dass du dir heute nicht umsonst diese Predigt anhörst. Weil du bist auf der Suche. Innerlich bist du auf der Suche. Du weißt vielleicht noch nicht nach was. Du weißt vielleicht noch nicht warum und nach wem. Aber du hast ein Verlangen in dir drin, das du nicht beschreiben kannst, du bist auf der Suche. Und diese Suche, kann ich dir jetzt schon sagen, Spoiler-Alarm, diese Suche, das Ziel dieser Suche ist Jesus. Das Ziel dieser Suche, was du finden möchtest, ist ein Glauben an Jesus Christus, eine Beziehung zu einem persönlichen, liebenden Gott. Aber bleib einfach suchend, mach dein Herz auf und bleib dabei. Okay, jetzt fangen wir an, unser Bild zu malen. Und vorab nochmal, wenn wir Jesus Christus jetzt näher und persönlicher kennenlernen wollen, lernen wir automatisch auch Gott näher und persönlicher kennen. Weil Jesus ist der Spiegel Gottes. So in der Art steht es in der Bibel drin, wenn du Jesus kennst, kennst du Gott. Wenn du Jesus seine Herzenswünsche kennst, seine Verhaltensweisen kennst, seine Gedanken kennst, ist dann Gottes Gedanken. Ist das Gleiche, das kannst du schon mal merken. Wer ist dieser Jesus? Hat es den Jesus wirklich gegeben? Fangen wir mal an, hat es den Jesus wirklich gegeben? Yes! Und da sind sich jetzt alle Historiker schon einig, die ich kenne. Jesus Christus taucht nicht nur in der Bibel auf. Jesus Christus ist nicht nur eine fiktive Person aus irgendeiner fremden Erzählung, aus einem Märchenbuch, sondern Jesus Christus wurde erwähnt in Geschichtsbüchern von jüdischen Geschichtsschreibern, von römischen Historikern, in uralten Büchern, die jetzt einfach belegt sind, wo wir jetzt glauben, dass die alle echt sind, die erwähnen Jesus Christus. Jesus ist eine historisch belegte Person, die hat es gegeben. Er war Mensch, er war da. Also da kann man mal gar nicht mehr drüber diskutieren. Jesus hat es gegeben, ist total wichtig. Die zweite Frage, die ich mir stelle, die ich uns stelle, war Jesus ein Mensch? Wir sagen immer, Jesus war Sohn Gottes, war er ein Mensch? Da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Ja, Jesus war, wenn er da wirklich war, Gott, er war gar kein Mensch. Hey, wenn wir in der Bibel mal genauer nachlesen, war Jesus Christus Mensch. Warum war er Mensch? Er hat einen menschlichen Körper gehabt. Er war müde. Bist du manchmal müde? Ja, yeah, ich auch. Er war hungrig. Bist du hungrig? Man sieht es, ich bin immer wieder mal hungrig. Ein paar Mal am Tag, aber ist gut. Jesus hat Emotionen gehabt. Er hat Emotionen gehabt wie Liebe, Zorn. Er hat Trauer gehabt. Er hat Phasen als Mensch durchlebt, die wir auch durchleben. Er ist versucht worden. Er hat ein Sabbatical gemacht in der Wüste. Er hat einmal Auszeit gebraucht, ist einmal 40 Tage in die Wüste gegangen. Jesus hat lernen müssen. An alle Schüler. Jesus hat auch lernen müssen. Jetzt macht es zu Hause. Ihr müsst es lernen. Jesus hat lernen müssen. Jesus hat seinen Eltern gehorcht. Cooler Tipp, bei Kindern gehorcht euren Eltern. Jesus hat auch gehorchen müssen. Jesus hat arbeiten müssen. Hey, man sagt jetzt mal, Jesus war Zimmermann.
Das Wort, das dafür drinsteht, ist Tekton, wo wir jetzt Architekton ableiten. Er war einfach Handwerker. Er hat was Handwerkliches arbeiten müssen, hat er damals von Josef, von dem Vater, von dem leiblichen, menschlichen Vater, den er gehabt hat, der ihn aufgezogen hat, lernen müssen. Jesus war Mensch. Jesus ist verspottet worden. Im Neudeutsch, er ist gemobbt worden. Ja, er ist ausgelacht worden. Er ist bespuckt worden, er ist geschlagen worden. Es gibt Phasen in unserem Leben, wo auch wir gemobbt werden, wo wir verspottet werden. Ich hoffe nicht, du hast solche Phasen erlebt. Ich wünsche es dir nicht. Vielleicht bist du mal geschlagen worden. Jesus hat alle diese Phasen auch durchleben müssen. Er war ein Mensch, er ist genauso durchgegangen. Also Jesus hat es auch nicht immer leicht gehabt in seinem Leben. Wie war jetzt Jesus als Mensch? War Jesus langweilig? Jesus war nicht, wie ich schon gesagt habe, der grantige, fingerzeigende, schlimme Botschaft bringende Mann, Lehrer, Trainer, Rabbi, Meister, wie sie es ja immer in der Bibel nennen, der wirklich jeden verurteilt hat, sondern Jesus war voller Mitleid und voller Barmherzigkeit. Und wenn du eine Bibel hast, dann schlag mit mir gemeinsam auf. Wenn du keine Bibel hast, dann hör einfach zu. Im Matthäusevangelium, Neues Testament, zweiten Teil der Bibel, 14, Vers 14, steht Folgendes. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und er heilte alle Kranken. Und er heilte ihre Kranken. Nicht alle, Entschuldigung, er heilte ihre Kranken, steht in der Hoffnung für alle Übersetzung. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Wir lesen es an so vielen Bibelstellen, an so vielen Stellen, wo über Jesus berichtet wird, dass er Mitleid mit den Menschen hat. Sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie waren krank. Sie haben gesucht. Sie haben wirklich einen Retter, einen Erlöser braucht. Sie haben jemanden braucht, der sie heilt, der einen Sinn in ihrem Leben bringt. Und er hat immer wieder Mitleid gehabt. Und er war voller Barmherzigkeit. Er hat die Menschen einfach geheilt. Er hat sie erlöst. Er hat sie befreit von ihren Leiden. Er hat nicht auf seine eigenen Befindlichkeiten geschaut, wenn er mal müde war oder wenn er mal geschlaucht war oder wenn er mal durch war. Nein, da waren noch so viele andere Menschen, da hat immer Mitleid gehabt. Das war total wichtig. Was hat Jesus noch für Eigenschaften? Jesus, er hat vergeben. Matthäus 9, Vers 2. Dort brachten sie einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, hey, du kannst unbesorgt sein. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus Christus war der größte, beste Vergeber, den du kennenlernen hast können, damals zu der Zeit. Wie geht's dir jetzt? Müssen wir manchmal vergeben als Mensch? Ja, auf alle Fälle. Brauchen wir Vergebung? Ja, ich auf alle Fälle. Ich füge manchmal Menschen Schmerzen zu, weil mein Mund wieder schneller ist wie das Hirn. Weil ich nicht mit Liebe wandle in allen Bereichen meines Lebens und da brauche ich Vergebung. Ich habe nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben und war manchmal ein richtiger Arsch. Ja, so ist es. Aber Jesus hat vergeben. Und Jesus hat an mir vergeben. Was war Jesus? Jesus war geduldig. Hey, die Geduld von Jesus Christus, die hätte ich gern. Ich bin da am Arbeiten, am Tun, dass ich ein geduldigerer Mensch wäre, weil Geduld ist so eine Sache, die nicht so tief in mir drin ist. Ich bin sehr ungeduldig, aktuell noch, aber ich wäre schon immer mehr geduldiger. Jesus war extrem geduldig. Denkt man nur mal an Situationen, wo er einfach mit den Aposteln, mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern ständig unterwegs war, sie gelehrt hat. Sie haben Zeichen und Wunder erlebt, die er gewirkt hat während seines Lebens. Und trotzdem haben sie gezweifelt. Und trotzdem haben sie nicht so den Glauben entwickelt, wie vielleicht Jesus gesagt hat, hey, das kann eigentlich schneller gehen. Er war aber geduldig mit ihnen. Obwohl sie ihn dann verraten haben, verleugnet haben, verlassen haben, allein gelassen haben, wie es dann auch ans Kreuz gegangen ist. Er war geduldig. Was mir gerade noch einfällt ist, was cool ist, Jesus war so ein großer Vergeber, er hat sogar den Menschen vergeben, die ihn ans Kreuz genagelt haben, genau in der Situation. Das ist richtig krass. Was war Jesus noch? Jesus war treu. Jesus ist immer treu zu Gott gestanden.
treu zu dem, was Gott gesagt hat, was er von Gott gehört hat, was er gesehen hat, das hat er auch gemacht, er hat das umgesetzt. Er hat ihn auf seine eigenen Befindlichkeiten geschaut und gesagt, hey Gott, was möchtest du, dass ich mache? Dein Wille soll geschehen, ist so ein Spruch, den wir vielleicht alle kennen. Wo Jesus sagt, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Aber Jesus war nicht nur treu Gott gegenüber, er war treu gegenüber seinen Leuten, seinen Freunden, seiner Familie gegenüber. In Matthäus 28, Vers 20, lesen wir über Jesus, wie er gesagt hat, einen letzten Auftrag ihm an die Jünger gegeben hat, die ihm nachgefolgt sind, nach seiner Auferstehung, lesen wir davon. Sagt er, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Dann ist Jesus in den Himmel aufgefahren und er sagt aber da vorne zu allen, hey, auch wenn ich jetzt gehe, seid ihr sicher, ich bin immer bei dir, bis das Ende der Welt gekommen ist. Er ist treu, er steht treu zu dir und er ist treu zu seinen Leuten gestanden. Jesus war voller Liebe. Johannes 15, Vers 9 sagt Jesus, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Hey, Jesus war voller Liebe. Richtig cool. Liebe für die Menschen. Liebe für jeden einzelnen Menschen. Auch für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Auch für die, die ihn verspottet haben. Auch für die, die ihn gemobbt haben, auf Hochdeutsch. Er war voller Liebe. Das ist das Richtige. Hat Jesus Spaß gehabt und Freude gehabt? Yes! Jesus, hey, der war auf Festen unterwegs. Heutzutage waren es Festivals. Hey, Hochzeiten haben da früher nicht bloß einen halben oder einen Tag gedauert oder einen Tag gedauert. Das waren tagelange Feiern. Hey, Jesus war dabei. Ist der Wein ausgegangen? Hey, Jesus! Wunderwirken aus Wasser Wein machen. Eins von seinen ersten Wundern. Hey, Jesus war mitten im Festivalleben mit dabei. Er war dabei, wenn Leute gefeiert haben. Er hat mit Zöllnern gefeiert, die damals vielleicht eher verrufenes Volk waren und sagen, hey, mit denen sollte man sich nicht abgeben. Er ist hingegangen. Was haben wir für Menschen, wo wir meinen, mit denen sollten wir uns lieber mal nicht abgeben? Ja, mit denen feiern wir nicht. Nein, auf ein Bikerfest fahren wir nicht. Oh, lauter böse Hells Angels, Bandidos, was auch immer. Jesus war mittendrin. Er hat mit denen mitgefeiert. Jesus hat gefeiert, er hat Spaß gehabt, er hat Freude gehabt. Auch vor allem mit allen Menschen. Jesus war alles andere als langweilig. Jesus war alles andere als langweilig. Hey, er war ständig unterwegs, er war ständig auf Reisen. Er hat ständig Kranke geheilt. Alle Krankheiten hat er gesehen, er hat sie geheilt. Wow, ist doch wirklich mindblowing, was da passiert. Wir kommen in Denken, dass Jesus Christus, Glaube an Jesus, langweilig ist. Er hat zu Tausenden von Menschen geredet oder zu der einzelnen Person. Er hat aus einem kleinen Lunchpaket Essen gemacht für zigtausende von Menschen. Er hat Stürme auf dem See gestillt. Einfach krass. Er hat Dämonen austrieben. Er hat, wie gesagt, er hat ein Sabbatical gemacht in der Wüste. Es war nicht langweilig. Jesus war nicht langweilig. Wenn du mit Jesus unterwegs warst, hey, dir ist sicherlich alles andere waren als langweilig. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was hat das Ganze mit deinem Leben zu tun? Was hat das Ganze mit meinem Leben zu tun? Den Jesus, den du da beschreibst, Sebastian, hey, der ist doch schon lange tot. Und jetzt ist das Wichtigste da. Jesus Christus hängt nicht am Kreuz, hängt nicht leidend am Kreuz rum, so wie wir es vielleicht immer wieder sehen, überall an der Straße, auf Kirchen, in Häusern. Jesus Christus ist vom Kreuz heruntergenommen worden. Er ist auferstanden. Er lebt. Hey, er lebt. Jesus Christus lebt. Warum kann ich das sagen? Weil ich eine persönliche Erfahrung habe. Weil ich diesen Jesus Christus persönlich erlebt habe. Und du kannst ihn auch erleben. Und das ist jetzt was ich nur im Herzen glauben kann. Kann ich es mit dem Verstand erklären, wie das funktioniert, dass ein toter Körper, ein toter Mensch wieder zum Leben auferweckt wird? Was muss da passieren? Keine Ahnung. Das kann kein Mensch mit seinem Verstand begreifen. Da ist es zu klein darin. Sondern das können wir nur in unserem Herzen begreifen. Das können wir auch nur glauben. Auch nicht, dass Jesus scheintot war. Und Jesus war tot. Er ist auferstanden. Für dich, für mich.
Und das kannst du in deinem Herzen glauben und in deinem Herzen einfach fest einzementieren, wie ich das gemacht habe. Was ist dieser Jesus jetzt für mich geworden? Diese ganzen Sachen, wo ich vorher gesagt habe, Jesus war, füge ich einfach mal jetzt ein. Jesus ist, weil er lebt. Und das ist das, was ich dir bezeugen kann. Jesus ist voller Mitleid und voller Barmherzigkeit. Ich habe das erleben dürfen. Als ich Jesus vor 6 Jahren am Fuße eines Berges, jetzt brutal heroisch schon, gell, in Schottland, in den schottischen Highlands erleben durfte, wo er mich einfach sich mir gezeigt hat, wo mein Leben innerlich bei mir abgelaufen ist wie so Bilder, wo die ganzen Fehler, wo schlechte Sachen einfach so abgelaufen sind und so, hey, boah, und ich habe mich nicht verurteilt gefühlt. Ich habe mich nicht verdammt gefühlt, sondern ich habe mich in der Situation so geliebt gefühlt, wie ich in meinem Leben noch nie geliebt worden bin. Ich habe heulen müssen von dieser Liebe, von diesem Mitleid, von dieser Barmherzigkeit, die Jesus gehabt hat. Jesus hat mir das gezeigt und hat gesagt, hey, ich bin da für das. Ich liebe dich, ich bin da, ich habe Mitleid, ich möchte nicht, dass du so weiterlebst, ich habe ein besseres Leben für dich. Ich habe unter 80 gestandenen Männern heulen müssen wie ein, wie sagt man da, keine Ahnung, wie ein Schoßhund, weil ich dieses Mitleid, diese Barmherzigkeit von Jesus persönlich erleben habe dürfen. Und das ist das, was ich da einzementiert habe. Er ist es heute noch. Er ist voller Mitleid, er ist voller Barmherzigkeit. Jesus ist die Vergebung. Hey, warum weiß ich das? Weil Jesus, durch Jesus mir das alles vergeben worden ist. Ich bin nicht perfekt. Du bist nicht perfekt. Wir machen alle Fehler. Ja, ich weiß, Gott möchte irgendwie von mir sehen, dass ich ein heiliges Leben führe. Gott möchte gern sehen, dass ich ein Leben führe, wo ich schlechte Gewohnheiten ablege. Ja, ich habe mich entschieden, das zu machen. Ich möchte ja nicht mehr so schlechte Sachen machen wie früher. Ja, aber er vergibt mir immer wieder trotzdem, falls ich doch mal falle ich doch mal wieder auf die Schnauze falle, falls ich doch mal wieder nicht in Liebe reagiere, wenn mich der Autofahrer vor mir nervt, wenn mich der ja, was auch immer. Viele Menschen können mich ab und zu mir auf die Palme bringen und nerven und kann oft nicht ganz so gut reagieren. Aber Jesus vergibt mir immer wieder. Jesus ist die Vergebung. Und das sage ich jetzt mal ganz ehrlich, das ist kein Grund für Trauer, das ist kein Grund, um die Minen hängen zu lassen, um sich verurteilt, verdammt zu fühlen. Nein, gar nichts mehr. Das ist ein Grund zum Feiern, zur Freude. Immer wieder, jeden Tag, nein, kann ich mich freuen und kann dankbar sein, dass das passiert ist. Es ist schon passiert. Jesus, durch Jesus' Tod am Kreuz, ist mir schon vergeben. Und das kann ich jeden Tag neu kennenlernen. Jesus ist geduldig. Mit mir, Sebastian, ist Jesus geduldig. Hey, er ist geduldig. Meine Fehler verzeiht er. Diese schlechten Gewohnheiten, die ich vielleicht länger brauche zum Ablegen, die verzeiht er mir jeden Tag neu. So wie er den Aposteln, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern immer wieder geduldig weitergeholfen hat. Nachdem Petrus Jesus verleugnet hat, 3-mal, ist er nach seiner Auferstehung wieder mit Jesus ins Gespräch und hat wieder mit Petrus gesprochen eben. Er war geduldig, er hat ihn einfach aufgebaut, er hat ihn motiviert, er hat ihn geliebt. Und das ist das, was Jesus auch mit mir macht. Er ist geduldig mit mir. Er ist geduldig mit mir. Und auch wenn ich nicht so schnell gehen kann wie er, auch wenn ich nicht das alles gleich glauben kann, auch wenn manchmal irgendein Zweifel aufkommt, er ist geduldig und lehrt mich langsam immer wieder weiter. Jesus ist treu. Ich kann jetzt sagen, aus meiner Erfahrung aus, ich weiß, das können wir so weiterspielen. Ich kann nirgends hingehen ohne Jesus. Nirgends. Jesus ist jetzt immer bei mir, weil er in meinem Herzen wohnt, weil er in mir wohnt. Durch den Heiligen Geist, steht in der Bibel, wohnt Jesus Christus in mir. Und er heult zu mir. Er fällt mir den Rücken. Er stärkt mich. Er richtet mich auf. Er motiviert mich. Er verurteilt mich nicht. Das ist das, was Jesus ist. Er ist in mir. Er ist mein großer Bruder. Er ist mein bester Freund. Er ist ein Mentor. Er ist mein Trainer. Er ist mein Lehrer. Das ist alles Jesus und er ist immer erreichbar. Jesus ist voller Liebe. Er ist voller Liebe, die ich jeden Tag spüren darf. Diese Liebe, die ich ganz am Anfang bei der ersten Begegnung spüren habe dürfen, diese Liebe kann ich jeden Tag spüren. Diese Liebe kann ich jeden Tag anzapfen, weil Gott die Liebe ist, er liebt mich und weil ich es weiß in meinem Herzen jetzt, dass er mich liebt. In der Bibel steht, in Römer 8, Vers 1, das ist total wichtig, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Die Liebe verurteilt nicht. Die Liebe macht dir nicht ein schlechtes Gewissen.
Du brauchst dich nicht mehr selbst zu steinigen, ich brauche mich nicht mehr selbst zu verurteilen, nicht mehr selbst zu verdammen. Ich muss mich nicht zu dick, zu doof, zu klein, zu schwach fühlen, weil es gibt kein Verdammnis mehr, wenn du Jesus Christus in deinem Herzen hast. Und ich habe erst vor kurzem mit einem jungen Mann Kontakt gehabt, der angefangen hat, bei uns in die Kirche zu gehen und sich auf die Suche gemacht hat nach diesem Glauben, nach diesem Jesus. Und mit dem habe ich erst wieder vor kurzem Kontakt gehabt und er sagt, hey, irgendwie, ich fühle mich immer so verdammt, ich fühle mich immer so verurteilt, weil ich kann diese ganzen Regeln nicht alle einhalten, ich kann diese ganzen Gebote nicht einhalten, ich bin nicht perfekt. Hey, vielleicht geht es dir ähnlich und wenn du so ähnlich bist, du musst nicht perfekt sein. Du musst dich einfach auf Jesus Christus einlassen und ihm sein Herz lassen. Und er ist nicht der, der dich verurteilt. Er ist nicht der, der dich verdammt, sondern er ist das Gegenteil. Er möchte, dass du seine Liebe wahrnimmst und seine Liebe spürst. Und es geht ja nicht um Leistungen, es geht nicht um das, was wir alles machen, wie gut wir sein und was für guten Werke wir alles tun können. Um das geht es gar nicht. Es geht um das, was für Entscheidung du in deinem Herzen triffst, wer Jesus Christus für dich persönlich ist. Jesus ist Spaß, Jesus ist Freude. Hey, Jesus hat Spaß gehabt. Ich kann in seinem Leben mit Jesus Christus genauso Spaß haben. Vielleicht denken viele, wow, die Christen, die haben keinen Spaß, die gehen zum Lachen in den Keller. Nein, es ist ganz anders. Wenn Jesus nicht mehr dabei ist, hey, dann fehlt der Spaß irgendwie. Wenn ich jetzt in Situationen bin, ganz ehrlich, wo Jesus Christus, wo Glauben außen vor gehalten wird, wo der keinen Platz haben darf mehr, hey, da merke ich irgendwie, wow, da kann ich gar keinen Spaß mehr haben. Wenn Jesus nicht dabei ist, kann ich keinen Spaß haben. Wenn Jesus dabei ist, hast du Spaß, hast du Freude im Leben. Ich versprich dir das. Und der Spaß hört nicht auf. Der Spaß hört nicht auf. Es ist ein lustiges, ein spaßiges Leben. Du kannst Jesus überall mit hinnehmen. Auf jede Party kannst du Jesus mitnehmen. Zu allen Freunden kannst du mitnehmen. Zu jeder Familienfeier, in deine Arbeit. Überall, wo du gehst, kannst du Jesus mitnehmen. Ohne Jesus ist es kein Spaß. Mit Jesus wird es zum Spaß. Es ist einfach so. Und Jesus ist nicht langweilig. Wenn ich mir die Zeit, ich mit Jesus unterwegs bin, ich sage dir, das Einzige, was mir nicht ist, ist langweilig. Also mir ist nicht langweilig. Warum nicht? Weil es ein Weg ist, den Gott mit dir geht, den Jesus mit dir geht. Ein Weg, wo er dich entwickelt, wo er dich fördert, wo er dich motiviert, wo er dich einmal challenged und herausfordert. Er möchte an dir arbeiten, dass du, hey, Jesus-like wirst, dass du immer mehr wie Jesus wirst. Und das ist jetzt nicht mal, das ist ja eigentlich was Gutes. Und so wird es nie langweilig. Es wird nicht langweilig auf der Arbeit, es wird nicht langweilig, wie du einfach Gott entdecken kannst, in allen Bereichen, in der Natur, in Menschen, in Freunden. Es wird nie langweilig mit Jesus. Auch jetzt bezogen auf mich als Pastor, es wird nicht langweilig. Die Aufgaben werden immer wieder neu, es werden immer wieder größer, anders, sie ändern sich. Jetzt Online-Gottesdienst, der ist für uns eine Herausforderung. Hey, wir wachsen. Ist das langweilig? Na, definitiv nicht. Das ist herausfordernd und challenging. Auf alle Fälle. Ich möchte nun die Gelegenheit kurz nutzen und dir ein neues Bild malen von Jesus. Ich muss mal kurz aufpassen. Ich drehe mir meine Staffelei um. Dass du es nicht siehst, meine künstlerischen Künste, ich muss das Blatt natürlich umdrehen. So. Bist du gespannt? Ja. Ich schon. Ja. Ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter. Ta-da-da-da. Hey! Was habe ich gemalt? Ich habe natürlich nur den Rahmen gemalt, gell? Ich hebe jetzt keine Urheberrechte auf dieses Bild, das ist ja gar nicht meins. Wir haben vorher ein Bild von Jesus gesehen, das du vielleicht im Herzen gehabt hast, wo so ein leidender Jesus da ist, ein trauriger Jesus. Vielleicht hast du ein Bild, wo ein strafender Jesus ist, wo ein richtender Jesus ist. Aber vielleicht hat dir heute die Botschaft Weiterkäufer um ein neues Bild in dein Herz zu malen. Vielleicht hat dir die Botschaft Weiterkäufer, Jesus Christus ganz neu in dein Herz aufzunehmen. Es geht um dich. Und ich möchte dich heute herausfordern, ich möchte dich heute fragen,
Bist du bereit, eine Entscheidung in deinem Herzen zu treffen? Zuerst zu glauben und dann zum Verstehen. Bist du bereit, in deinem Herzen an Jesus Christus als Sohn Gottes zu glauben? Das war für mich die wohl prägendste und auch wichtigste Entscheidung in meinem Leben, die ich getroffen habe. Eine Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben. Und ich möchte dich jetzt einfach ermuntern. Vielleicht machst du die Augen zu. Unser Lobpreisteam spielt einfach ein Lied jetzt. Nutzt die Zeit, während dieses Liedes über diese Frage nachzudenken. Hey, möchtest du diesen Jesus, den ich beschrieben habe, möchtest du den Jesus kennenlernen? Möchtest du ihn persönlich kennenlernen? Möchtest du persönliche Erfahrungen in deinem Herzen sammeln mit Jesus Christus? Du hast jetzt die Zeit dazu, diese Frage dir einfach mal zum Stein. Und dann nach dem Lied werden wir nur einfach noch gemeinsam beten und werden den Gottesdienst einfach gemeinsam abschließen. Oh,
du bist halt nur eine kleine Entscheidung entfernt, um Jesus persönlich kennenzulernen. Und das ist das, was ich mir ganz, wirklich vom Herzen wünsche für jeden Einzelnen von euch, für dich persönlich. Ich wünsche mir so sehr, dass du eine persönliche Erfahrung hast, ein persönliches Erlebnis hast mit Jesus Christus. Ich wünsche mir so sehr, dass Jesus Christus in dein Herz einzieht. In der Bibel steht, dass wer vom Herzen glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, dass er am dritten Tage auferstanden ist. Wer das vom Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird Errettung finden, der wird Jesus Christus finden. Und das ist ein Gebet, was ich gern heute mit dir beten möchte. Ich bete es vor und wenn du es vom Herzen glaubst, dann darfst du mitbeten. Und dieses Gebet ist wie ein Ticket, wie ein Flugticket. Ich habe jetzt einmal ein Flugticket in Übergröße ausgedrückt. Dieses Ticket kannst du lösen und mit der Heaven Air einfach in Ewigkeit bei Jesus zum Sein. Dieses Flugticket ist für dich und es startet alles mit einem Gebet. Das Ticket sichert dir nicht nur ein Leben mit Jesus Christus hier auf der Erde, das Ticket sichert dir auch ein Leben in Ewigkeit im Himmel. Und diese Entscheidung, die muss man jetzt treffen. Diese Entscheidung für Jesus, die treffen wir hier auf der Erde. Du kannst auch nicht in ein Flugzeug einsteigen und oben im Himmel sagen, nein, ich möchte jetzt raus, nein, ich möchte in eine andere Richtung gehen. So ist es mit dem Flugticket. Du musst dich jetzt entscheiden für Jesus oder ein Leben ohne Jesus. Du hast einen freien Willen, du kannst dich auch für ein Leben ohne Jesus entscheiden. Aber ganz ehrlich, für mich ist es keine Option. Für mich war das keine Option, für mich ist es keine Option. Ich hoffe für dich auch nicht. In Johannes 8, Vers 51 steht, ich sage euch die Wahrheit, wer meine Botschaft annimmt, das spricht Jesus, und danach lebt, wird niemals sterben. Du kannst dir heute entscheiden, ob du diese Botschaft von Jesus Christus in dein Herz lässt und ob sie annimmst. Dann wirst du niemals mehr sterben. So wie Jesus auferstanden ist, den Tod besiegt hast, so wirst du den Tod besiegen. Du brauchst keine Angst mehr haben vom Sterben. Egal, was alles um uns herum ist, du brauchst keine Angst mehr haben, weil du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass dein Leben weitergeht im Himmel mit Jesus in Ewigkeit, in der Ewigkeit bei Gott. Hey, ich bete es jetzt vor. Und ich wünsche mir echt von Herzen, dass du mitbeten kannst. Jesus, ich möchte dich besser kennenlernen. Wiederhole es einfach in deinem Herzen. Jetzt geht's los. Jesus, ich möchte dich einfach besser kennenlernen. Jesus, ich mache mich heute auf die Suche nach dir. Jesus, ich lade dich heute in mein Herz ein. Jesus, ich glaube von ganzem Herzen, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du für meine Schuld, für meine Sünden am Kreuz gestorben bist und dass du am dritten Tage auferstanden bist. Ich kehre heute um von meinem alten Leben und ich nehme dieses neue Leben von dir, Jesus, jetzt an. Ich freue mich auf viele Erlebnisse und Erfahrungen mit dir, Jesus. Ich freue mich auf ein Leben in Ewigkeit bei dir. Amen. Hey, wenn du dieses Gebet halt vom Herzen zum ersten Mal gebetet hast, ich feiere dich so. Das ist das Beste, was du jemals machen hast können. Ein neues Leben startet heute, jetzt in diesem Moment. Und ich versprich dir, weil du dich auf die Suche gemacht hast, weil du Jesus eingeladen hast, wird er sich finden lassen. Es steht in seinem Wort, ich habe es persönlich erlebt und ich verspreche dir, du erlebst es persönlich. Und hey,
feier das, genieß das. Und ich habe, oh bitte, wenn du das gemacht hast, heute zum ersten Mal, hey, schreib mir in WhatsApp, schreib mir in Facebook, wo auch immer, hey, schieß mir eine Nachricht drüber und ich möchte mit dir feiern. Und ich habe noch ein kleines Geschenk, das ich möchte dir dann schicken, wo du einfach drin nachlesen kannst oder wo du einfach das aufmachen kannst, das Geschenk, und um zu entdecken, wie kann ein Leben mit Jesus Christus weitergehen. Hey, ich feiere dich, ich liebe euch, ich wünsche euch noch einen Hammer Sonntag, eine tolle Woche. Es war einfach cool, euch ein bisschen mein Herz auszuschütten zu können. David hat geschrieben, dass sein Gott sein Fels ist, auf dem er sicher steht. Und ich glaube, wir können das richtig feiern, dass wir in Gott geborgen sind. Und ich mag die Eilon. Sing einfach mit uns mit dieses letzte Lied. Mein Gott ist ein starker Fels, auf dem ich stehe. Sicher hältst du mich, auf dich vertraue ich. Mein Gott ist eine feste Burg, die mich aufnimmt, in der ich geborgen bin. Du nennst mich dein Kind. Wir erheben den Namen Jesus. Du bist für immer König Jesus. O höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König Jesus. In Ewigkeit bist du siegreich alle Zeit. Du bist für immer König Jesus. O höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König Jesus. In Ewigkeit bist du siegreich alle Zeit. Du regierst gerecht in Liebe, niemand ist wie du, ich bete an den König, Herr der Herren. Ich steh hier voller Erwartung, meine Hoffnung setze ich auf dich. Du enttäuscht mich nicht. Oh, wir erheben den Namen Jesus. Du bist für immer König Jesus. O höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König. Bist du siegreich alle Zeit, du bist für immer König Jesus. O höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König Jesus. In Ewigkeit bist du siegreich alle Zeit. Wir erheben dich, du schützt mich, in dir bin ich geborgen. Banner hoch erhöht, erhoben ist dein Name, Jesus. Du regierst für immer, Herr, dann ist das Reich in Ewigkeit. Unser Banner hoch erhöht, erhoben ist dein Name, Jesus. Du regierst für immer, Herr, dann ist das Reich in Ewigkeit. Du bist für immer König Jesus. Höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König Jesus. In Ewigkeit bist du siegreich alle Zeit. Du bist für immer König Jesus. O höchster Gott, sei hoch erhoben. Du bist für immer König Jesus. In Ewigkeit bist du siegreich alle Zeit. Hey, cool, dass du mit uns heute gemeinsam Gottesdienst gefeiert hast. Und wenn du uns von deiner Entscheidung erzählen möchtest oder einfach mit uns Kontakt haben willst, dann klick auf unsere Homepage www.glaube-lebt.de. Da findest du alle Infos, die du brauchst, und auch gibt es da die Möglichkeit, wenn du das möchtest, mit uns in Online-Connect-Groups zu sein.
dich dazu treffen, mit uns Gemeinschaft zu haben und einfach deinen Glauben mit uns im Alltag zu leben. Außerdem gibt es täglich einen kurzen Videoimpuls auf Facebook, auf YouTube oder auf der Webseite www.wohnzimmer.church. Und wenn du willst, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen können oder dich einfach unsere Arbeit begeistert, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Scan dafür einfach den eingeblendeten QR-Code oder klick unten auf den Link in der Videobeschreibung. Hey, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen super Sonntag, eine Hammerwoche und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann!